Eins, zwei, drei. Ja, es wird's. Hallo, grüße dich, herzlich willkommen, Michael Franke von der Geschäftsführer von der GMP Soft GmbH aus München, ja, Spezialist für individuelle Softwareentwicklung, agile Softwareentwicklung und heute mal ein Use Case, eine echte Success Story bezüglich eines Kunden aus dem einen traditionellen deutschen Maschinenbauer. Wie lange gibt es denn schon? Wahrscheinlich auch schon 100 Jahre, oder? Ja, so ein typischer traditioneller Maschinenbauer, Mittelstand, 500, wie viel Millionen Euro? Nee, weiß nicht. Ja, schon ein paar Milliarden Euro Umsatz, also aber noch Mittelstand, gehobener Mittelstand. Und dort Industrie 4.0, Digitalisierungsthemen, einfach mal losschießen. Was war da die Situation, die Probleme und wie habt ihr die Probleme angegangen? Bitteschön. Ja, da war halt das klassische Problem von Digitalisierung, die halt noch nicht so ganz durchgedrungen war, beziehungsweise an der Stelle, die waren schon gar nicht mal so schlecht unterwegs. Also muss man ja auch sagen, also viele geben sich da auch Mühe. Was man an der Stelle halt sehr stark optimieren konnte, war diese User Experience von den Bedienern. Also dass die halt dass der Nutzer an der Maschine geführt wird. Die Fachkraft, genau. Also der Arbeiter, der halt die Maschine bedient, dass man dem halt eine Führung an die Hand gibt. Und das, wenn man sich das anschaut, also diese ganzen Maschinensteuerung und dergleichen, die sind ja teilweise so aufgekommen, entwickelt in den 70ern, weiterentwickelt in den 80ern und dann vielleicht nochmal eine Facelift in den 90ern, aber so schauen sie halt auch noch aus. Und natürlich muss man sehen, dass die Maschinenbediener, die Erfahrung haben, dass man die auch eben mitnimmt und abholt, weil die kennen halt das alles, die kennen die ganzen Abkürzungen, wenn da mit einem Buchstaben irgendeine Abkürzung irgendwas bedeuten soll, der kennt es. Aber es gibt halt auch sehr viele junge Leute und gerade Seiten vom Fachkräftemangel hat man da auch nicht unbedingt so die top ausgebildeten Leute, sondern da versucht man halt, wen man halt kriegt, dann irgendwie auch schnellstmöglich auf die Bedienung aufzugleisen. Und dass man die Leute halt an die Hand nimmt und denen eine bessere Führung gibt, was jetzt an der Maschine zu tun ist, dass halt die einfacheren Aufgaben zumindest auch von diesen Leuten durchgeführt werden können. Werkzeug mal wechseln oder irgendein neues Füllmaterial einlegen oder dergleichen. Da brauche ich nicht immer den top erfahrenen Mann. Also aktuell brauche ich ihn noch, weil halt die Maschine mir nur sagt, okay, mit kryptischen Abkürzungen, was da jetzt zu tun ist, Fehler 317. Aber das Ziel soll ja sein, dass eben auch andere Leute das bedienen können. Und wir kennen das von einem Smartphone, das kann ein zweijähriges Kind bedienen, weiß, was dann zu tun ist, kann da dann rumspielen. Warum können das nicht auch die Maschinen zumindest zu einem gewissen Grad? Natürlich gibt es da immer Sachen, die dann wirklich auch die ausgebildete Fachkraft benötigen. Aber es gibt halt sehr viele Sachen, die halt auch sehr stark vereinfacht werden können. Und genau da war halt so ein Projekt, wo wir begleitet haben, dass man eben diese Bedienung an der Maschine stark vereinfacht und dass da der Nutzer dann eben schneller, einfacher die Bedienung hat, bessere Übersicht, auch für die Fachkraft, die ausgebildet ist, da vielleicht auch ein paar bessere Übersichten, bisschen mehr Konnektivität an andere Systeme hin. Und damit halt selbst auch für den etablierten Mitarbeiter die Prozesse beschleunigen, aber halt auch wirklich das Fokus und den Fokus drauf, dann neue Leute dann leichter an die Maschine dran zu führen. Also man könnte hier quasi, es wäre nicht mal überzogen zu sagen, man könnte hier mit einer Software-Solution dem sogenannten Fachkräftemangel ja auch entgegenwirken, indem man einfach dann auch Leute, die zum einen nicht so stark ausgebildet sein müssen oder eventuell vielleicht sogar fremdsprachig sind, dann eben letztendlich die Bedienung so vereinfacht, dass es, wie du schon gesagt hast, ein zweijähriges Kind letztendlich kann heutzutage ein Smartphone vielleicht manchmal auch ein bisschen erschreckend bedienen, ja. Und es kommen so mal auch zugereiste Fachkräfte, ja, aus dem Nicht-Inland. Und
Und die sind es gewöhnt, ein Smartphone zu bedienen. Und dann kommen sie sozusagen in ein Unternehmen, in ein Maschinenbauunternehmen und finden dann sozusagen eine Bedienungsoberfläche vor, die aus den 70ern oder aus den 90er Jahren ist. Ja. Siehst du da letztendlich auch eine, und wenn ja, wie massiv Nachholbedarf bei den deutschen Maschinenbau, beziehungsweise wie schätzt du da das Potenzial ein, oder jetzt aus der Sicht eines Softwareentwicklers oder auch aus der Sicht des Maschinenbauers, ne? Also letztendlich das Volumen oder das Potenzial? Ja, es ist schwer zu beziffern. Manchmal überrascht mich tatsächlich noch, wo manche Betriebe noch unterwegs sind. Also da ist dann echt noch so ein Papierstapel jeden Tag, der da in die Produktion geht. Was ich einen ganz interessanten Schlagwort dazu finde, ist, Digitalisierung ist mehr als das, was man vorher auf dem Papier gemacht hat, in der Word-Datei zu machen. Also das komplette Potenzial, das bekommt man ja erst wirklich auf die Straße, wenn man eben noch diesen Schritt weiter denkt, an die Vernetzung denkt. Und jetzt bei diesem konkreten Beispiel mit der vereinfachten Nutzerführung, es ist halt einfach auch ein Kostenfaktor. Jetzt egal, ob ich jetzt Fachkräfte aus Deutschland anlerne oder externe oder Migranten da anlernen möchte. Ich habe immer diese Lernhürde. Also selbst bei normalen gelernten Mitarbeitern habe ich ja trotzdem noch den Kostenfaktor, dass ich dem in der Ausbildung Geld zahle, damit er das Ganze lernt. Mhm. Je schneller er es lernt, desto günstiger ist es und desto schneller bringt er mir auch wieder Geld ein. Und wenn ich als Maschinenbauer habe ich halt auch den Vorteil. Lernkurve beschleunigen. Genau, die Lernkurve beschleunigen. Als Maschinenbauer bin ich da halt genau an dem richtigen Hebel. Also der Endkunde, der kann da ja nicht viel machen. Der hat die Maschine so, wie er sie vom Kunden bekommt. Aber als Maschinenbauer, der dann, ich sage dann immer so digitale Begleitprodukte dazu, das heißt, ich verkaufe ja eigentlich eine Maschine. Dieses digitale Begleitprodukt, also die Software, die auf der Maschine drauf installiert ist oder halt eine Steuerung per Tablet oder wie auch immer, die können halt ein echter Schlüsselfaktor sein dann für den Endkunden, der die Maschine nutzt, da massiv Geld und Zeit zu sparen. Und der Maschinenbauer ist an der Position, wo er in diese Distribution letztendlich macht, diese Verteilung. Er ist letztendlich der Multiplikator, der durch eine eigene Software, die dann eben im einzelnen Fall 10% Zeit spart, bei x Kunden x mal 20% halt einsparen kann. Und dadurch auch einen massiven Wettbewerbsvorteil vor anderen Maschinenbauern vielleicht gewinnen kann, die halt diese Digitalisierung nicht haben oder nicht in dem Maße haben. Ja, ich finde es auch mal so, diese Multiplikatoren, wie man also mit Softwareentwicklung, die ja auch ein bisschen Investment bedeuten, aber dann eben ein Vielfaches da eben rausholt. Ne? Also man kann zum einen eine etwas weniger gelernte Fachkraft, die natürlich auch wieder dem Unternehmen viel weniger kostet, und wenn man das jetzt multipliziert auf 100 Leute, ne, die Bedienung dieser Maschine beibringen und zum Zweiten schneller beibringen als wie der gelernten Fachkraft, die zudem auch noch viel teurer ist. Ja, also und das sind natürlich Multiplikatoren, je nachdem wie viele Mitarbeiter man da eben hat und wie viele Maschinen bei großen Unternehmen. Und das ist ja das Schöne an der Software, die kann man dann ausrollen, beliebig oft. Ja, und wenn man jetzt wie in dem Fall ein Maschinenbauer ist mit mehreren tausend Mitarbeitern weltweit, oder? Nee, aber sorry, dass ich da so reingrätsche. Die Rechnung ist ja eine falsche. Es geht ja nicht darum, wie viele Mitarbeiter der Maschinenbauer selber hat, sondern wie viele Mitarbeiter die Kunden des Maschinenbauers haben. Ah, okay. Also wenn ich das so als, also natürlich kann ich als Maschinen oder als Nutzer der Maschinen mir auch überlegen, ob ich das irgendwie automatisieren kann oder mir dann eine eigene Software dazu schreibe. Aber der Multiplikator, also der ja letztendlich an dem Hebel sitzt, um da wirklich den Gewinn rauszuziehen, ist ja der Maschinenbauer, der die Maschinen verkauft. Das heißt, die Frage ist, wie viele Mitarbeiter potenziell ungelernt oder keine Fachkräfte haben denn die Kunden des Maschinenbauers, und das ist da hast du halt dann ganz nochmal einen ganz anderen Multiplikator, und dadurch sind dann auch die Entwicklungskosten für die Software auch viel viel schneller wieder drin. Ja, das erinnert mich jetzt pfeilgerad an ein Gespräch, wo wir auch weitere Kunden gewinnen wollten, auch genau in dem Maschinenbaubereich, auch ein gehobener Mittelstand, und der mir dann erklärt hat, dass letztendlich nach jahrzehntelangen Versuchen die Asiaten mittlerweile fast so gute Maschinen bauen wie die Deutschen, in Anführungsstrichen, oder die Europäer, ja,
nur irgendwie wesentlich günstiger. Und jetzt wäre natürlich durch sogenannte digitale Begleitprodukte, nennt man das so, oder? Ja, wäre sozusagen der Hebel schlechthin oder der sozusagen USP oder wie soll ich sagen, der oder das Must-Have, ich würde es eher sagen als Must-Have, vielleicht noch besser als wie USP, ja, um wiederum als typisch deutsche Qualitätsmaschinenbau, wir sind in der ganzen Welt bekannt, ja, bis nach Korea und überall hin, wieder mehr als wie wettbewerbsfähig sein zu können, ne? Ja, also wir hatten das witzigerweise in der Vergangenheit auch tatsächlich schon ein Projekt, das war ein End-User-Gerät, also Consumer-Gerät, aber da war lustigerweise sogar so, dass das Gerät wurde in China gebaut und die Software in Deutschland, also aber da war halt auch wirklich der Faktor, weil wir halt so im europäischen Raum halt eher so die Nutzerverhalten kannten, die Kultur besser kannten. Die Kommunikation zum Kunden war halt auch um einiges kürzer, weil gerade halt diese Softwareentwicklung ja ein hochkomplexes Thema ist, die in alle möglichen Fallstricke beinhaltet. Und da hat sich's in dem Fall auch tatsächlich rentiert, dann die Software zu der Maschine in Deutschland zu entwickeln und die Maschine, die Hardware an sich, die jetzt nicht so umfangreich war, dann nach China auszulagern. Mhm. Ist auch mal was anderes. Ich meine, dass die Maschinen dann die Asiaten bauen, da wo gleichzeitig die Rohstoffe sind und die Software wird in Deutschland gebaut, ja, und spart sich dadurch wahrscheinlich auch gleich eine ganze Menge CO2-Ausstoß, ja, weil man eben die Rohstoffe nicht erst hierher bringen muss, damit man hier die Maschinen baut und dann wieder rüber in alle Welt rüber verschifft. Ja, und Software kann man ja CO2-neutral mehr oder weniger produzieren. Ja, okay, ja super. Also wenn jemand jetzt aus der Maschinenbaubranche ist, ja, ganz speziell, und hätte jetzt Interesse, mit dir ins Gespräch zu kommen, wo kann er dich finden? Ja, also auf unserer Webseite www.genpisoft.com, ansonsten auf LinkedIn, YouTube, die Links stehen unter dem Video, also da wird man mich schon finden können. Ja, super. Naja, dann herzlichen Dank. Nochmal vielleicht abschließend noch eine Frage. Was war so der Scope von dem Projekt? Also das war doch ein relativ großer Maschinenbauer. War ja auch eine Zeit etwas größeres Projekt. Ja, also bei solchen Sachen gehen wir normalerweise so im siebenstelligen Bereich aus. Also wir haben, kommt man aber auch relativ schnell dann hin, wenn man mit 4, 5, 6 Entwicklern arbeitet, dann noch ein paar Leute, die Arbeit außenrum machen. Dann ist es ja, sag ich mal, so ein Projekt. Man kann auch kleinere Projekte machen. Da gewinnt man auch schon. Also ich sage immer, lieber startet man mit einem kleinen Projekt, mit weniger Leuten, aber Hauptsache man kommt mal ins Doing, als dass man sich jetzt von der konkreten Zahl da abschrecken lässt. Also wir kommen damit zurecht. Aber wichtiger für den Kundenerfolg ist eigentlich fast, dass der Kunde sich überlegt, dass er da mal startet und nicht gleich sich dann von den Zahlen da abschrecken lässt. Ja. Ich meine, der Faktor der Kosteneinsparung dann hinten raus, der ist ja um ein Vielfaches größer. Ich meine, hast du da irgendwie eine Ziffer oder Faktor, ich weiß nicht was? Nein, das ist auch zu kundenabhängig. Also das wäre jetzt nicht seriös, da irgendwie eine konkrete Zahl zu nennen. Wie gesagt, was immer meine Empfehlung ist, dann, wenn man da noch gar nichts hat in der Richtung und aber die Notwendigkeit sieht, dann mal zu starten, dass es halt wichtiger ist, mal zu starten. Und wenn es dann bloß mit einem Entwickler ist für ein halbes Jahr und nach einem halben Jahr sollte da eigentlich dann schon irgendwie auch ersichtlich sein, wie viel konkretes Einsparpotenzial dann in diesem Projekt irgendwie drin steht. Und dann sind die Zahlen ja auch irgendwo überschaubar. Also dann ist es trotzdem, leider sind die Softwareentwickler nicht immer ganz günstig, aber es ist dann ein Bereich, wo dann sich eigentlich fast jeder dann auch mal leisten kann, zumindest da mal den Stein ins Rollen zu kriegen. Und dann sollten ja idealerweise schon diese Einspareffekte sichtbar werden, dass man dahin kommt, dass man auch die Planung dann darauf auslegen kann, wie viel spare ich ein, wie viel kann ich dafür ausgeben. Ja, cool. Okay, also wenn jemand Interesse hat, gerne auch ein gratis Erstgespräch, das müssen wir natürlich zeitlich begrenzen auf 30, 45 Minuten in der Regel sowas, ne? Oder auch gleich direkt ein Analyse-Workshop innerhalb von 2-stündig, aktuell bieten wir den an,
ja, direkt bezahlbar online. Ja, wir sind ja auch voll durchdigitalisiert. Ja, ich weiß nicht, wir ändern auch die Preise ab und zu. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, glaube ich, kostet irgendwie 400 Euro oder irgendwas. Also wirklich einfach nur eine Wertschätzung uns gegenüber für unsere Zeit, die ja sehr wertvoll ist. Also Software-Ingenieure sind ja eigentlich die Stunde mehrere hundert Euro wert. Und von daher gerne diese zwei Optionen oder einfach generell Kontaktaufnahme beanspruchen. Wir stehen auf jeden Fall hier zur Verfügung bei der GenPsoft. Vielen Dank nochmal für dich. Und wir sehen uns beim nächsten Video oder eben im Analysegespräch oder im Gratis-Call. Bis dahin. Ciao.